Hallo, in diesem Video geht es um das Zeichnen von Parabeln, die in allgemeiner Form vorliegen und zusätzlich darf der Taschenrechner nicht benutzt werden. Die Aufgabe heißt, zeichne die Parabel p mit y gleich minus 0,25 x² plus x plus 5 für x von minus 2 bis 8 in ein Koordinatensystem ein. Für das Koordinatensystem gilt, eine Längeneinheit sind 1 cm und minus 3 kleiner x kleiner 9 bzw. minus 4 kleiner y kleiner 7. Was für wichtige Angaben haben wir? Einmal hier die Parabelgleichung, die brauchen wir zum Rechnen. Zusätzlich hier noch der Bereich, in dem gezeichnet werden soll. Also hier heißt es für den x-Element von minus 2 bis 8, wenn wir in unser Koordinatensystem reindenken, wenn hier die minus 2 zu finden ist und hier die 8, in diesem Bereich muss die Parabel gezeichnet werden. Darüber hinaus ist kein Problem, aber kürzer darf sie nicht gezeichnet werden. Und dann haben wir hier noch die Angabe fürs Koordinatensystem. Von minus 3 bis 9 auf der x-Achse und von minus 4 bis 7 auf der y-Achse. Also fangen wir an mit Koordinatensystem zeichnen. Dafür blende ich mir die Kästchen ein und hole mir mein Lineal zur Hilfe. So, ich weiß, in die negative x-Richtung darf ich bis minus 3 gehen. 1, 2, 3. Also wenn hier mein Nullpunkt ist, dann habe ich die schon mal eingetragen. Und nach rechts geht es bis 9 raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisschen verlängern noch. Nach oben sind es 7 cm. Und nach unten haben wir 4 cm. So, dann noch die Einheiten abtragen. Und noch eine kurze Beschriftung. Ich beschrifte immer die ungeraden Zahlen. Die reichen mir aus. So, und dann kann es auch mit dem Zeichnen fast schon losgehen. Für das Zeichnen ohne Taschenrechner empfiehlt es sich, für diejenigen, die sicher gehen wollen, noch eine kleine Wertetabelle zu zeichnen, indem wir die ganzen Größen erstmal berechnen und dann nachher in Ruhe eintragen können. Die Wertetabelle kann man nebenhin malen. Entweder man macht sie von oben nach unten oder von links nach rechts, das ist eigentlich ziemlich egal. Darf auch gerne skizzenhaft sein. Wer möchte, kann es auch schön mit Lineal machen. Auf der linken Seite trage ich x ein und auf der rechten Seite kommt das y. Und im Prinzip komme ich jetzt von das x auf y, indem ich hier meinen Term benutze. Ja, die minus 0,25 x² plus x plus 5. Und ich benutze jetzt alle x von minus 2 bis 8, also minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, müssen wir ein bisschen anbauen, 7, 8. Und berechne jetzt den entsprechenden y-Wert dazu, indem ich einfach immer das x für das x hier oben im Term einsetze. Schreibe es vielleicht nochmal etwas ausführlicher oder etwas größer. Minus 0,25. Und jetzt kann ich hier mal andere Farbe nehmen, mal x Quadrat. Dann haben wir hier plus x. Und hinten dran noch plus 5. So, jetzt kann ich hergehen. Ja, das Quadrat ist ja nicht blau. Und einfach hier die Zahl einsetzen. Man könnte zum Beispiel ins Heft mit Bleistift schreiben und dann immer die Zahl rausradieren. So, also setze ich minus 2 hier ein. Und statt diesem x ein minus 2 und berechne jetzt, was rauskommt. Minus 2 zum Quadrat sind 4, 4 mal minus 0,25 sind minus 1. Dann habe ich minus 1, minus 2 sind minus 3 und minus 3 plus 5 ergeben plus 2. Also ist mein zugehöriger y-Wert plus 2. So, das mache ich jetzt für alle x durch. So, nächster Schritt, halt, was haben wir, minus 1. Und hier noch minus 1 einsetzen. Minus 1 zum Quadrat sind 1. 1 mal minus 0,25 sind minus 0,25. Minus 1 sind minus 1,25 und plus 5 sind plus 3,75. So, nächster Schritt dann 0 einsetzen. Das ist ziemlich einfach.
Weil da entfallen die beiden Terme mittendrin und es bleibt im Prinzip das übrig, der y-Achsenabschnitt übrig, also 0 und 5. So, jetzt gehe ich mal eine Spur schneller vor. Für 1 kommt raus 5,75. Für die 2 haben wir 6 und für die 3 haben wir wieder 5,75. An der Stelle sieht man vielleicht schon, hier haben wir eine kleine Symmetrieachse drin. Ja, im Prinzip, die zwei Werte sind gleich, dann sind auch die zwei Werte gleich. Also habe ich wieder die 5, dann habe ich die 3,75 und die 2. So, und die letzten beiden für 7 und 8, die muss ich noch ausrechnen. Für die 7 käme ein Wert von minus 0,25 raus und für die 8 ein Wert von minus 3. So, und jetzt muss ich die Zahlen nur noch einsetzen. Minus 2, 2. Dann minus 1, 3,75. Dann haben wir 0, 5. 1, 5,75. 2, 6. Und jetzt kommt hier die Spiegelachse, Symmetrieachse. Kann ich das im Prinzip von der linken Seite übernehmen? So, für 7 habe ich noch minus 0,25 und für die 8 habe ich noch minus 3. Und jetzt so schön wie möglich verbinden. Und schon haben wir unsere Parabel. Ja, falls jetzt irgendwelche solche Ecken auftauchen würden während dem Zeichnen, kann man davon ausgehen, ob da ist irgendein Fehler passiert. Den Wert einfach nochmal nachrechnen und entsprechend korrigieren.